Hallo meine Lieben und willkommen wieder zu einem neuen Food Diary von mir. Auch natürlich heute fange ich wieder mit einem Food Diary für euch an. Jetzt gerade am Montagmorgen habe ich mir auch wieder mein Frühstück vorbereitet. Und zwar natürlich wie immer das Klassische, was ich mir sonst ja auch immer mache. Und ich zeige es jetzt euch einfach mal kurz, aber ihr wisst ja schon, was ja kommt. So ihr Lieben, hier seht ihr es ja auch schon, wie immer ganz Standard, was ich mir sonst immer mache. Die Reiswaffeln mit Erdnussbutter. Und den Schokostreuseln, die sind auch gerade schon leer gegangen, muss mir dann vielleicht wieder neue holen. Und wie immer mein Proteintoastbrot mit Käse und Rohschinken. Und da dann noch der Kaffee. Ja, das werde ich mir dann jetzt auch schmecken lassen. Es ist auch gerade noch früh am Morgen und zwar 7.34 Uhr. Und das werde ich mir jetzt mal reinziehen, bevor ich dann später noch ins Gym gehe. So ihr Lieben, ich bin gleich bei der Arbeit. Es ist ja gerade so 10 vor 1 und ich habe hier gerade ja mein Wrap, den habe ich heute Morgen noch zu Hause gemacht, bevor ich losging. Ich habe da einmal ja den Dürüm zur Hälfte gemacht, den restlichen Thunfisch, ein bisschen Salat und ein klein wenig Streukäse, also gerade ein Leitkäse habe ich mit dazu getan. Genau, und das werde ich mir jetzt mal schmecken lassen, denn nach dem Training bekommt man ja schon immer ein bisschen Hunger. Also, hau rein. Zum Abendessen gibt es jetzt mal was ganz anderes, was ich sonst eigentlich fast gar nicht so wirklich zeige. Einfach mal einen Burger. Haben wir uns gerade selber gemacht. Mit dem fettreduzierten Hackfleisch, Brötchen, also die Brioche Buns, ein klein wenig Käse bei mir und noch Ketchup dazu. Und das essen wir jetzt gerade dann um 19.38 Uhr. So, als Nachtisch dann für den heutigen Tag habe ich hier dann ein bisschen Porridge gemacht mit meinem Proteinpulver und dann eben auch noch natürlich den zarten Haferflocken. Ein klein wenig für die Süße dann noch die Peanut Butter Flavor Drops und ein klein wenig noch von den Kokosflocken habe ich jetzt da auch noch damit drauf gemacht, dass es nicht ganz so plain aussieht, obwohl es irgendwie ja, recht langweilig aussieht. Aber naja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen und es ist gerade mal, ich glaube, 20 Uhr so in etwa. Genau. Ja, 20 Uhr fast. Morgen allerseits ist es Dienstag früh und ich habe mir jetzt hier gerade mein Frühstück fertig gemacht. Einmal wie immer die Reiswaffeln mit Erdnussbutter und diesmal mit den Schokochunks von der Pamela Reif. Und hier dann auch wieder mein Kaffee und es ist gerade mal 8.19 Uhr. Mein Schatz, sie fährt mich ja dann wieder zur Arbeit, aber später. Erstmal geht's mal ins Gym natürlich, also dann frühstücke ich erstmal das und später gibt es dann das zweite Frühstück. So, jetzt wird wieder was Kleines gefrühstückt, noch bevor ich bald wieder zur Arbeit muss. Und zwar wie immer mein Toast, aber diesmal mit dem Rohschinken wieder und Käse. Und im Nachhinein esse ich dann das High-Protein-Himbeerquark. Und das esse ich jetzt gerade um 11.39 Uhr, denn ich muss bald los. Um 13 Uhr muss ich unten bei der Arbeit sein. So, es ist Mittag und es ist fast schon 4 Uhr. Ich habe es jetzt schon ein bisschen mehr hinausgezögert, da ich auch ein bisschen später mein zweites Frühstück eingenommen habe. Jetzt in der Arbeit esse ich jetzt gerade das Wrap-Sandwich sozusagen mit etwas Leitsalami, mit den Griller und etwas Salat. Das esse ich mir auch schmecken lassen, denn ich habe schon Hunger. So ihr Lieben, schon zu Hause angelangt und habe mir mein Essen gemacht, weil ich habe gerade schon richtig Hunger. Also immer wenn ich dann zu Hause ankomme, hätte ich immer gleich Lust, irgendwie gleich alles zu essen. Mache ich aber nicht. Aber jetzt zum Abendessen, was jetzt gerade um, ich zeige es euch mal, um wie viel Uhrzeit, aber ich denke mal, ja genau, um 7:30 Uhr. Habe ich mir hier einfach so Yum-Yum-Nudeln gemacht, in der Geschmacksrichtung Shrimps mal gemacht. Diese Dinger esse ich eigentlich auch sehr, sehr gerne und habe jetzt da einfach mal, ihr seht da schon die Packung, die restlichen Grammanzahlen von
den Sardinen und habe da auch noch ein bisschen Aubergine mit reingetan, so für ein bisschen Gemüse. Ich weiß, vielleicht bestimmt eine komische Kombi, aber das schmeckt, muss ich echt sagen. Also das werde ich mir jetzt mal reinziehen und ja, werde ich mir jetzt mal schmecken lassen. So, jetzt gibt es dann noch als Nachspeise ein Protein-Quark-Creme, wie es meistens ja sonst immer ist, aber diesmal mit ein bisschen was drin. Und zwar einmal etwas Heidelbeeren und dann noch vom Granola von der lieben Pam. Das habe ich jetzt mal hier mal reingegeben und das werde ich jetzt auch dann gleich zusammen essen. Und ja, danach gibt es aber noch was, denn ich muss noch ein bisschen was an meinen Werten auffüllen. Und jetzt noch als Snackplatte sozusagen, oder Teller, sage ich jetzt erstmal, habe ich hier um 20.50 Uhr ein bisschen Wassermelone natürlich. Ich liebe Wassermelone. Und dann noch ein Apfel, einen grünen, habe ich mir jetzt einfach so aufgeschnitten hier drauf getan, sodass ich ein bisschen noch Vitamine doch noch in mich reinnehme, denn die haben ja auch irgendwie auch noch ganz gut Kohlenhydrate, vor allem halt Apfel. Naja, Wassermelone, Hezo, es hat halt sehr viel Wasser, aber ja, das werde ich mir dann mal schmecken lassen. Und ja, das war sozusagen das Letzte für heute. So, meine Lieben, es gibt jetzt wieder was zum Frühstücken natürlich. Es ist Mittwoch früh. Ich habe mir hier wieder die Reiswaffeln gemacht mit Erdnussbutter. Aber dadurch, dass ich ja keine Schokostreusel mehr habe, habe ich einfach dann ein bisschen Honig drauf gemacht noch. Schmeckt auch sehr, sehr gut. Habe ich schon mal mit so Brötchen zusammen ja mal probiert gehabt. Also mit Erdnussbutter und Honig. Ist auch so, dann ist recht lecker. Und hier ist dann auch noch mein Kaffee. Und das esse ich jetzt um genau, naja, eine Minute vor 7, also so um 7 Uhr. Lass es mir jetzt mal schmecken. So, und auch jetzt hier bei der Arbeit gibt es was Kleines jetzt noch zum Frühstücken. Ich weiß, Leute, das ist immer wieder dasselbe, aber es geht einfach so schnell und einfach. Da esse ich das halt auch eben gerne. Und das jetzt um 10.07 Uhr und hier drüben noch mein Kaffee. So, ich habe jetzt mal einen Riegel mit. Ich war noch kurz im Rewe drin und ich habe mir diese Sorte hier rausgeholt von Leinberger. Werde ich mir jetzt etwas reinziehen, bevor ich noch gleich trainieren gehe, denn ich habe ein klein wenig Hunger und da reicht dann erstmal dieser Riegel hier und es ist gleich Viertel nach drei. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Es ist auch schon so gegen 18 Uhr und ich habe schon recht Hunger, also esse ich jetzt gerade mal noch diesen Apfel hier als Snack und dann gehe ich dann gleich kurz noch einkaufen, denn mir fehlt hier was zu Hause. Und ja, also ich esse das jetzt mal als kleinen Snack erstmal noch. So, ihr Lieben, ich bin jetzt zu Hause und habe mir jetzt mein Essen gemacht. Es ist 10 nach 19 Uhr und ich habe richtig Hunger, denn ich habe ja zum Mittag ja so gut ja nicht wirklich was gegessen, wie ihr ja wisst. Deswegen habe ich hier jetzt gerade noch auch das letzte Brioche-Bun sozusagen gemacht, weil sonst wird es dann nur die ganze Zeit vergammeln und wir wollen hier kein Essen verschwenden. Also habe ich das jetzt mal aufgebraucht. Dann noch, weil ich noch kurz davor einkaufen habe, wieder Hackfleisch geholt, aber nicht das normale, was ich sonst immer hatte. Aber naja, das funktioniert auch ganz gut. Habe ich jetzt das Hackfleisch zu einem Patty verarbeitet, dann noch ein bisschen mit Light-Gratin-Käse und ein bisschen Ketchup. Genau, und das werde ich mir jetzt mal schmecken lassen, denn ich habe tierisch Hunger, Leute. So, dann habe ich hier jetzt mal so Vollkorn, weiß ich nochmal, die Dinger hier. Die esse ich eigentlich auch meistens gerne, so Knäckebrot in Vollkorn-Roggen-Art. Habe ich mir 3 Stück mal rausgenommen. Dann noch, ich habe auch jetzt das ganze Mozzarella gemacht, also das Skrella, was ein bisschen mehr Proteinanteil hat als normale Mozzarella. Habe ich das jetzt gerade noch mit drauf getan. Ich habe halt so den Rest dann weggesnackt. Genau, und darauf ist halt nur ein bisschen das Zitronengewürz, was ich immer gerne dazu tue. Genau, und das esse ich jetzt noch um 7:30 Uhr. So, und als letztes gibt es dann noch die Quarkcreme in der Sorte Vanille.
Ja, diesmal gab es die Sorten, die ich sonst ja gegessen hätte, irgendwie nicht. Und irgendwie schnell alle weg. Aber gut, ich werde jetzt die Sorte in Vanille essen und das jetzt gerade um 7:45. Guten Morgen, ein neuer Tag, Donnerstag früh und ich habe jetzt wieder mein Frühstück gemacht, bevor ich bald losgehe, um zu trainieren. Und es ist gerade 6.15 Uhr und ich lasse mir wie immer die Reiswaffeln mit Erdnussbutter und die Schokostreusel. Ich habe mir jetzt wieder neue gekauft und dann jetzt hier noch mein Kaffee. Das werde ich jetzt mal essen. So, Dada, auch hier wieder mein Frühstück. Wie immer, Tasche, aber diesmal nicht mit Rohschinken, sondern mit der fettreduzierten Salami. Und auch, aber diesmal das High-Protein-Quark-Creme esse ich jetzt noch dazu. Und es ist jetzt gerade, wie viel Uhr nochmal? 11.25 Uhr und das werde ich mir jetzt mal schmecken lassen. Denn nach dem Training hat man immer richtig Hunger. Es ist jetzt Mittag und ich bekomme jetzt wieder ein bisschen Hunger. Ich habe auch jetzt gerade hier bei der Arbeit auch nur den Cookie mit. Das reicht dann auch, bis ich dann zu Hause bin. Es ist gerade 13:30 und ich werde jetzt das hier essen. Und auch nicht zum Kaffee, sondern jetzt. So, ihr Lieben, ich habe jetzt mein Essen jetzt vorbereitet. Es ist jetzt schon abends und zwar genau 7:30. Habe mir einfach etwas Reis aufgekocht. Hähnchen geschnetzeltes, 200 Gramm davon und ein bisschen Paprika, ein bisschen was davon aufgebraucht. Ja, und das wird es dann gleich zum Essen geben für mich. Guten Morgen, meine Lieben. Es gibt wieder Frühstück. Es ist Freitag früh und ich habe mir jetzt hier meine Reiswaffeln, wie immer, gemacht. Es ist gerade so 8:45 gleich und muss dann auch los. Also Schatzi fährt mich dann wieder zur Arbeit hin. Und da ist auch noch mein Kaffee. Und ich habe auch noch extra einen für Schatzi gemacht. Den kriegt ihr gleich. Ich wecke ihn gleich auf. Genau. Und das werde ich erstmal schon mal frühstücken. Und es folgt das zweite Frühstück jetzt hier in der Arbeit. Und es ist gerade so 9:30. Und ja, dann werde ich das jetzt mal frühstücken. Wie immer dasselbe, aber diesmal nicht mit der Leitsalami, sondern wieder mit dem Rohschinken. So, wieder da und ich habe mir jetzt hier fürs Mittagessen wieder ein Sandwich Wrap sozusagen gemacht mit dem Light Salami. Auch wieder Skirella habe ich drin und auch wieder ein bisschen gemischten Salat. Also, ja, yep, das wird jetzt sozusagen mein kleines Mittagessen für jetzt und es ist kurz nach 13 Uhr. Und jetzt als was Süßes. Nachdem ich gerade was Herzhaftes sozusagen zum Mittagessen gegessen hatte, habe ich hier ein High-Protein-Schoko-Grießpudding. Der soll neu sein im Lidl bei uns. Ja, dann habe ich mir den mal dort mal gekauft. Den werde ich jetzt auch probieren und auch natürlich ja leer essen natürlich. Und das jetzt gerade so gegen 13.20 Uhr in etwa. Ja, das werde ich mir dann jetzt auch mal gönnen mit auch noch ein bisschen Protein natürlich am Start. Ne? So, meine Lieben, zu Hause angekommen und ich habe mir jetzt mein Essen vorbereitet. Es ist jetzt genau 19.25 Uhr und ich habe mir wieder diese Tiefkühlnudeln gemacht. Es war noch das letzte Stück, was eben drin war. Und dann noch eben das Hähnchen geschnetzeltes, das habe ich jetzt auch wieder dazu getan. Genau, und das werde ich mir jetzt schmecken lassen, denn immer wenn ich zu Hause bin, kriege ich sofort Hunger. Und als letztes für heute, als kleinen Nachtisch, habe ich mir nur ein bisschen Magerquark was rausgeholt. Denn so gut wie jetzt sind dann meine Nährwerte für heute dann gefüllt. Und dann noch ein bisschen mit Heidelbeeren, das hat ja so gut wie fast gar keine Kalorien. Und dann noch ein bisschen Honig, dann noch ein bisschen für die Süße. Ist immer sehr, sehr lecker so. Und ja, das esse ich jetzt so gegen 20.12 Uhr und das ist so mein kleiner Nachtisch nach dem Abendessen. So, meine Lieben, somit ist das Food Diary dann auch jetzt heute beendet. Ich hoffe, euch hat auch diese Woche irgendwie gefallen. Ich weiß, es war meistens immer wieder dasselbe, aber es ist eben das, was ich halt eben gerade zu Hause habe und was ich eben wie
gerne eben esse. Sorry dann dafür, wenn sich so vieles dann eben wiederholt. Aber ich versuche die nächsten Male irgendwie ein bisschen mehr Abwechslung reinzubekommen. Ja, also, wenn euch das Food Diary hier euch auch noch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich auch natürlich gerne. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch ein Teil meiner Community seid. Also klickt gerne runter auf das rote Abonnieren-Button und nicht zu vergessen, die Glocke daneben auch noch zu aktivieren. So bekommt ihr auch immer natürlich alle Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video online stelle. Also macht sicher, dass ihr alles aktiviert und schaut auch gerne auf Instagram oder TikTok vorbei. Dort versuche ich hin und wieder mal was zu posten für euch. Also schaut da auch auf jeden Fall gerne vorbei. Und ja, ansonsten würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder. Bye!